In diesem Video schauen wir uns an, wie ich die Geschwindigkeit von meinem PC zu meiner Fritzbox testen kann. Wichtig ist hier zu wissen, wir testen jetzt hier nicht die Internetgeschwindigkeit, sondern wir testen die Geschwindigkeit im internen Heimnetz vom Endgerät zur Fritzbox. Das kann zum Beispiel bei der Fehleranalyse recht hilfreich sein. Die Fritzbox kann einen iPerf-Server bereitstellen und damit kann man recht komfortabel die Geschwindigkeit testen. Um das zu tun, bin ich jetzt hier in meiner Fritzbox eingeloggt. Hier kann ich auch schon mal sehen, was die Fritzbox so denkt, was sie für Geschwindigkeiten zu den Endgeräten hat in der Mesh-Übersicht. Jetzt sollten wir hier noch die Ansicht auf Erweitert stehen haben. Danach klicken wir hier einmal auf Inhalt. Und hier gibt es dann den Punkt Fritzbox Support. Da kann ich auch einmal draufklicken. Und hier steht sowas wie Durchsatzmessung. Und hier muss ein Haken gesetzt werden bei Messpunkt für iPerf-Client auf diesem Port 4711. Die anderen zwei Punkte sind jetzt nicht so wichtig. Die Einstellungen müssen einmal übernommen werden, was jetzt bei mir ja schon passiert ist. Und dann geht es quasi auf dem lokalen PC und nicht mehr auf der Fritzbox weiter. Dazu bin ich jetzt hier mal auf die Webseite von iPerf 2 gegangen. Die verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und hier lade ich mir iPerf 2 einmal runter. Habe ich das runtergeladen, gehe ich hier unter die Downloads. Ja, der Emma geht hier so ein bisschen rum, stört uns ja nicht. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall mal auf unseren Download-Ordner. Und hier habe ich jetzt iPerf liegen. Jetzt würde ich das einfach mal starten, aber das startet man hier nicht mit einem Doppelklick, sondern wir machen jetzt mit Windows und R gleichzeitig gedrückt und ich gebe CMD ein. Damit öffnet sich hier die Kommandozeile. Ich bin jetzt hier schon in UsefulWid, aber wir gehen in den Download-Ordner. Wenn ich jetzt ein DIR, ist es glaube ich ein Windows DIR mache, dann sehe ich das, was da drin liegt, genau iPerf. So, das iPerf kann ich jetzt einfach starten, indem ich, naja, ich bin noch so ein bisschen in Linux hier unterwegs, also so führe ich es aus, so wie die Datei halt einfach heißt und mit Tab kann ich Autovervollständigen. Autovervollständigen heißt jetzt, ich muss nur IP schreiben und dann Tab drücken und dann schreibt er den Rest hier rein. Ich muss jetzt iPerf im Client-Modus starten, minus C, und jetzt muss ich die IP eingeben, wo der iPerf-Server läuft, also 192.168.0.1 ist meine Fritzbox, bei euch wird das wahrscheinlich 178.1 sein. Und jetzt muss ich einen Port eingeben, minus P, 4711 ist ja der Standardport, und einfach mal Enter drücken. So, das hat jetzt einen kleinen Moment gedauert und hier sieht man jetzt die Transferrate. Er hat jetzt 10 Sekunden lang getestet. Man hat jetzt bei iPerf alle möglichen Optionen, ja, das zu ändern, also zum Beispiel auch längerfristig zu testen. Wer sich die Optionen genauer anschauen will, der kann einfach mal hier auf die Dokumentation gehen und hier sind dann die ganzen Schalter, die man setzen kann, um ja das zu testen. Minus P kennen wir ja zum Beispiel schon, damit haben wir den Port gesetzt. Minus T ist zum Beispiel auch die Länge des Tests. Könnte ich jetzt mal probieren. Ich glaube, dir wird wahrscheinlich in Sekunden angegeben. Kann ich auch zum Beispiel mal 20 eingeben. Und jetzt sieht man hier, dass er einfach über einen längeren Zeitraum getestet hat und entsprechend auch der Transfer nach oben gegangen ist. Und ich wiederhole es nochmal, das ist jetzt nicht eure Internetgeschwindigkeit, sondern die Geschwindigkeit im lokalen Netzwerk.